Es hat mir irrsinnig Spaß gemacht die letzte Saison, weil ich einfach an einen Punkt angekommen bin, mein Skifahren, wo ich richtig im Flow Skifahren konnte, selbst unter Leistungsdruck. Ich habe mein System für mich ausgearbeitet und das einfach wiederholt während den 5 Events. Ich habe mich immer selber trainiert, beziehungsweise die Skifahrer, mit denen ich unterwegs bin, wir trainieren uns gegenseitig. Wir geben uns gegenseitig Feedback und das ist brutal wichtig, mit wem man unterwegs ist, weil wir eben keine Trainer haben. Sobald die Saison startet, bin ich hier normalerweise schon im Gelände unterwegs. Also schon Anfang Dezember können wir schon hier relativ gut im Gelände fahren. Generell sind die Berge ganz verwinkelt. Also man hat immer unterschiedliche Hangexpositionen, wo man im Gelände fahren kann. Es gibt Täler in allen Richtungen. Man findet immer einen guten Schnee da, wenn man sie auskennt. Mir taugt es, dass die Lifte auf die höchsten Punkte raufgehen. Also das ist auch ganz eine wichtige Basis für mich, weil während der Wettkampfsaison sind wir viel am Reisen, da bin ich viel unterwegs und zwischen den Contests bin ich immer wieder da. Und es ist halt das irre Schöne an Lech Zürs und am Arlberg insgesamt. Du kannst einfach richtig viel Skifahren an einem Tag. Also die Lifte sind sowas von perfekt geplant und das Gelände ist so gewaltig, ich kann da einfach perfekt trainieren. Ja, auf jeden Fall. Lorraine Huber, here we go. Another Austrian. She is the highest ranked of our three Austrian ladies. Ziel ist es eigentlich, keine Gedanken zu haben und einfach im Tun zu bleiben. Und also am Start habe ich so meine Routine durchgemacht, dass ich da meinen Körper gut spüre. Und während der Fahrt habe ich nicht gedacht, ich habe einfach gehandelt und es war so ein tolles Gefühl, weil du kommst, das ist so eine coole Erfahrung, weil du hast das Gefühl, voll im Hier und Jetzt zu sein und dass du wirklich die Kontrolle hast. Also ich bin nie im Stress gekommen, ich habe immer gewusst, wo ich bin, ich habe mich locker gefühlt und ich habe das Gefühl gehabt, ich kann reagieren, weil alles genau planen kann man ja auch nicht. Ich habe das alles aufnehmen können, was mir so entgegenkommt, das war einfach gewaltig. Great skiing there, no hesitation whatsoever. Und die große Freude, dass es mal endlich aufgegangen ist, weil das war meine 5. Fahrt in Fieberbrunn auf diesem Face, auf dem Wildseeloder. Und mir ist es noch nie gelungen, so zu fahren, wie ich mir das vorgenommen habe. Und dieses Mal ist es mir wirklich perfekt aufgegangen und es war so herrlich vom Gefühl her. Ganz toll.